Hier schreibt gerade einer rein, ich soll mir meinen eigenen Track, was siehst du, reinziehen, da wo ich über Klapsmühle und so rappe. Und was dazu sagen. Also wenn ihr darauf Bock habt, schreibt gern 1, wenn nein, dann 2. Ich saß gestern bei einer Psychologin, die sich so fixiert, heißt es fixiert? Fokussiert auf so die Selbstständigkeit, so dieser Stress. Oh no, wer ist der? Ey, Leute, ich glaube, hier hat gerade jemand meine Handynummer rausbekommen. Warum kriege ich denn so ganz komische WhatsApp-Nachrichten gerade? Egal, jedenfalls war ich gestern bei einer Psychologin, die sich darauf fokussiert, so jemanden zu betreuen, der so selbstständig ist und so, ne, das alles auf die Beine stellt und tralala. Und es war sehr cool und ich habe ihr den Track kurz gezeigt. Guck mal, für das Video, ne, können wir das auch mal ein bisschen größer machen hier, Freunde. Ne, damit ihr mal was seht, damit ihr mal das Video seht hier. Pflanze! Damit ihr mal das Video seht hier. Das war jetzt nur 720p, aber da weiß ich, es wird auf keinen Fall geclaimed, sollte ich das jetzt hier auf YouTube hochladen. Solches Video, solches. Warte mal, ich kann es auch so machen. Hier bin ich, gute. Machen wir es so. Oh, nochmal von vorne, ich lass laufen jetzt. War ich Tag aus, Tag ein depressiv, gar keine Energie. 12 Wochen lang Zeittherapie, an dem Ort, den viele andere auch Klapse nennen. Ja, ich war wirklich da, auch wenn du denkst, ich mache einen Scherz. Ein bisschen muss ich natürlich schon was dazu sagen. Ja, ich war wirklich da, auch wenn du denkst, ich mache einen Scherz. Ist einfach so gemeint, weil wirklich viele dachten, ich mache damit einen Scherz. So, als ich dieses JBB-Image damit aufgefahren habe, mit Zwangsjacke und so. Und da das so erzählt habe, dass ich in der Klinik war und Klapse und so. Und das war vielleicht für manche einfach überhaupt nicht glaubhaft, weil ich so offen damit umgegangen bin. Aber ich war wirklich da, auch wenn du denkst, ich mache einen Scherz. Ich war in der fucking Klapsmühle und es war eigentlich Real Talk. Es war die, ich sag das heute noch, da kann ich auf Norderney sein, da kann ich in Italien sein, da kann ich irgendwo sein. Ich sag euch ganz ehrlich, die sorgenlosesten 3 Monate in meinem ganzen Leben waren in der Langzeittherapie, Alter. Therapie an dem Ort, den viele andere auch Klapse nennen. Ja, ich war wirklich da, auch wenn du denkst, ich mache einen Scherz. Januar 14 wurde ich eingewiesen, ohne Rücksicht, tot und glücklich, drogensüchtig. Doch bauten Ärzte mich auf und nach 3 Monaten kam ich dann einigermaßen gestärkt wieder raus. Für mich ist es einfach so ein Herzenstrack, weil das ist für mich habe ich das einfach so unglaublich gut getroffen, was in meinem Kopf vorschwirrt, wiederzugeben. Also, dass ich jetzt auch Januar 14 wurde ich eingewiesen, ohne Rücksicht, tot und glücklich, drogensüchtig, so gar nicht so. Ich weiß noch, als ich diesen Track geschrieben habe, dass das alles so einfach so aus mir rausgesprudelt ist. Und ich finde auch, dass das der Track von mir ist, der einerseits die besten Flows hat und andererseits die durchwachsensten Flows hat und deswegen so ein bisschen der rote Faden von dem Track leidet. Weil auch die Stelle zum Beispiel, Januar 14 wurde ich eingewiesen und jeder normale Flow und jeder normale Kopf und so denkt, da kommt ein Reim auf eingewiesen. Aber ich schreibe ohne Rücksicht, tot und glücklich, drogensüchtig und bauten Ärzte mich auf. Auch ganz komische Reimsetzungen sind da teilweise von mir, aber egal. Ohne zu denken stürzte ich mich in Internet-Battles und die Menschen hinter ihren Lappies merkten schnell, dass dieser Jiggy echt fresh ist. Und auf der Facebook-Seite von einem Kleinstadt-Idioten ging die Like-Zahl nach oben. Ich hab Angst vor Kritik, aber töte das böse Trivideo und begebe mich in die Höhle des Löwen. Das ist die Therapie kognitiv. Therapie kognitiv. An manchen Tagen wird aus negativ positiv. Die Zeile Trevidius und begebe mich in die Höhle des Löwen, will ich ganz kurz erzählen, habe ich bestimmt auch schon mal so kurz erzählt. Ich kam ja wirklich aus der Klinik und natürlich mit Komplexen, mit Selbstzweifeln, mit Angstzuständen, mit Depressionen, mit Minderwertigkeitskomplexen. Da ist das Letzte, was du tun willst, dich auf einer Bühne mit damals noch Millionen Zuschauern zu präsentieren und auf die Gefahr hinlaufen, dass du komplett auseinandergerissen wirst, ne? Und ich weiß so, ich habe mich damals mit Pinschmidt immer jeden Donnerstag getroffen. Er hat mich damals, als ich nach der Klinik in eine Arbeitsmaßnahme ging, in so eine Wiedereingliederungsmaßnahme, wo ich jeden Tag 5 Stunden arbeiten war und wenn ich es nicht geschafft habe, dann auch nett. Keiner war böse, so war für so Leute wie mich halt ganz gut, ne? Und irgendwann war ich da morgens, bin zu spät auf die Arbeit gekommen, es ging dort um 8:30 immer los. Ich war aber so 8:45 oder so, erst ready, so nicht aus dem Bett gekommen. Manche kennen das bestimmt. Und ich habe mich um die Ecke gestellt, weil ich noch eine Zigarette rauchen wollte, ne? Und habe mich um die Ecke gestellt, damit mich niemand sieht. Und dann kam gerade der Pinch mit seinem damaligen Truck rumgefahren, ne? Und hatte noch einen Marco dabei, auch ein Kumpel von mir, Marco Muchos Lobos.
und sagt zu mir, wir kannten uns so flüchtig, Pinchmit und ich, wir kannten uns so von früher noch so ein bisschen, ne, aber lang keinen Kontakt mehr gehabt, wirklich lang und so. Und er sagt zu mir, ey, ich hab deine Platte gehört, beziehungsweise dein How Jiggy Can You Go Tape, was es übrigens auch auf YouTube gibt, habe ich gehört, du bist krass, du bist ein Ausnahmetalent, ich will mit dir ein Album aufnehmen, du brauchst endlich bessere Aufnahmequalität, so. Und ich wusste so, der Pinchmit von früher, okay, wir haben schon mal zusammen gearbeitet und der Pinchmit war früher wirklich nicht der zuverlässigste, so muss man einfach sagen, ne. Und ich kam gerade aus der Klinik raus und war so voll so, ja Mann, jetzt gehst du die Dinge an, jetzt machst du alles, was du anfängst, ziehst du durch und so, ne. Und deswegen habe ich zum Pinchmit gesagt, okay, wir können das direkt machen, so, lass aber safe einen Tag ausmachen, jeden Donnerstag treffen wir uns. Wir haben uns jeden Donnerstag getroffen, rausgekommen ist da die Zwischen Narzissmus und Selbstmitleidplatte, die ich größtenteils in meiner Klinik geschrieben habe. Das klingt alles wie so ein bisschen möchte gern Eminem Film-like. Ich würde euch wirklich sehr gerne darauf aufmerksam machen, weil ich insgeheim finde, dass diese EP von mir, also es geht natürlich, wenn ihr Abgehmucke haben wollt, wo Mütter gefickt werden und so, dann zieht euch das nicht rein. Aber für Leute, die Selbstzweifel haben, mit Druck nicht klarkommen, Depressionen, Komplexe, alles Mögliche, zieht euch diese Platte rein. Ich bin mir sicher, euch wird sie gefallen. Es ist teilweise immer noch die CD von mir, die EP, die ich am liebsten selber höre. Und jedenfalls schweife ich schon wieder dezent vom Thema ab. Pinchmit, wir haben die Zwischen Narzissmus und Selbstmitleidplatte gemacht und irgendwann sagt er zu mir, ey, es gibt da so ein Julians Block Battle, bei dem melde ich dich an, du fickst da jeden. Und ich sag so, Dicke, auf keinen, ich mach das nicht und so, hör mal auf, ich kann das nicht, ich hab Angst und so, nein, mach mal erst im nächsten Jahr und tralala. Pinchmit sagt, doch, du machst da mit, wir machen das. Lass uns ein Video drehen, schreib mal einen geilen Punchline-Track. Ich habe meine Quali geschrieben, die jetzt auch im Endeffekt dann rausgekommen ist auf dem JBB-Kanal. Und jedenfalls haben wir das Video gedreht und Pinchmit hat es so selber in die Hand genommen, hat es zum Julian geschickt. Und irgendwann saß ich bei meiner Schwester mittags, hab's zu Mittag gegessen so. Und irgendwie zwei Wochen später, Pinchmit ruft an, ich sag, yo, Digga, ich bin gerade bei meiner Schwester. Wir sind dabei, du wurdest angenommen. Ich sag, what the hell is going on? So bei Julian oder was? Ja, Mann, du bist dabei, tralala. Und ich direkt, ach du Scheiße, mit diesem Kopf, den ich hatte, mit diesen psychischen Kicks und Komplexen, Digga. Und jedenfalls steckt diese ganze Geschichte hinter der Zeile, ich habe Angst vor Kritik, aber töte das Böse, dreh Videos und begebe mich in die Höhle des Löwen, das ist die Therapie kognitiv. Und auf der Facebook böse, dreh Videos, statt Idioten ging die Like-Zahl nach oben, ich habe Angst vor Kritik, aber töte das Böse, dreh Videos und begebe mich in die Höhle des Löwen, das ist die Therapie kognitiv. An manchen Tagen wird aus negativ positiv. Therapie kognitiv, ich meine, das habe ich, glaube ich, ein bisschen missverstanden. Damals mein Therapeut, der übrigens immer bei mir zu Hause war, weil ich nicht aus der Haustür gehen konnte, der kam immer zu mir nach Hause, war auch wieder Sonder-Like und Extrawurst im Hause, Janis. Kam immer der Therapeut zu mir nach Hause und hat zu mir gesagt, die kognitive Verhaltenstherapie ist die Konfrontationstherapie. Das heißt, konfrontiere dich mit deiner Angst. Umgangssprachlich, gehe in die Höhle des Löwen. Das ist die Therapie kognitiv. Und das haben wir oft gemacht. Wir sind oft raus, mein Therapeut und ich. Und wir haben uns konfrontiert. Also ich habe mich konfrontiert mit all den Dingen, die so bedrohlich sind. Also hinter jedem Vorhang, hinter jedem Fenster dachte ich, ich werde beobachtet. In jedem Auto saß jemand drin, der mich angeguckt hat und sich ein Urteil über mich gebildet hat. Oh Gott, der Janis ist aber fett geworden. Ah, Mama, kennst du doch den Janis? Guck mal, da ist er, der war in der Klinik. Und all das, was in so einem kranken Kopf vorschwirrt, so rumschwirrt, dachte ich, denken die Leute über mich so, ne? Und mein Therapeut, wir sind dann oft rausgegangen. Teilweise habe ich auch ein Tagebuch geführt, so mit meinem Handy. Schritte gezählt, wie viel Schritte kann ich aus der Haustür rausgehen und so. Ey, das klingt alles wie ein kompletter geisteskranker Film, so den ganz viele bestimmt nicht nachvollziehen können. Aber ich war wirklich richtig am Arsch, sage ich euch ehrlich so. Manchmal spür ich Frieden tief, Therapie kognitiv. An manchen Tagen wird aus negativ positiv. Manchmal spür ich Frieden, manchmal geht es wie im Krieg zu. Schau mir in die Augen, was siehst du? Siehst du den Jiggy, der mit Hip-Hop jetzt Karriere macht? Oder den Jay, der immer noch keinen Sinn in seinem Leben hat? Sprich zu mir, sag's mir, weil ich selbst nicht weiß. Ich lebe immer noch zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Schöne Anekdote an den eigenen EP-Namen. Ich lebe immer noch zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Und ist auch eigentlich so. Es heißt eigentlich Narzissmus und nicht Narzissmus. Ich sage immer nur Narzissmus, weil ich es besser reimen lässt. zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Ja, Narzissmus, ich meine, kennt ihr vielleicht, Narzissmus ist derjenige, das ist der, ich weiß nicht, ob es ein griechischer Gott war oder auf jeden Fall hat es irgendeine griechische Hintergrundgeschichte von jemandem, der allein auf der Insel gelebt hat, keine andere Menschenseele gab es dort und er hat sich irgendwann in der Pfütze gespiegelt und hat sich selber das erste Mal gesehen. Und da er selber die erste Person war, die er in seinem Leben je gesehen hat,
je sehen wird, hat er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Narzissmus ist die Selbstliebe. So ein Narzisst ist jemand, der sich selber liebt. Und ich bin oft einer, der sich selber liebt. Der in vielen, oft bin ich, denke ich, ich bin der Macker vom Erdbeerfeld, Dicker, ich bin untouchable, keiner ist so lustig wie ich, keiner ist so cool wie ich. Yo, ich habe das krasseste Charisma, die krasseste Ausstrahlung. Und dann kommt halt manchmal dieses Selbstmitleid. Ich sag's mir, weil ich selbst nicht weiß. Ich lebe immer noch zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Ich muss über Grenzen gehen. Ich kann jeden Tag das Ende sehen. Ich wusste, ich brauch von dem Haufen Drogen Abstand. Doch immer wieder drückte ich ein Auge zu wie Kalter. Jedes Wochenende kaum gegessen, ich war immer drauf. Und nach kurzer Zeit war ich ein dünner Lauch wie Günther Jauch. Ich wusste, ich brauch von den Drogen Abstand, hab aber trotzdem immer wieder, das kennen vielleicht auch viele, die sagen, ja, jetzt mach ich's mal nicht, dann mach ich's doch wieder, dann kommen die Homies hin, sagst, ey Digga, ich hab ja schon 2 Wochen nicht gekifft. Und du erwartest so einen Applaus, jo, jo, klasse, so. Etliche Versuche gemacht, immer wieder aufgehört, immer wieder angefangen, immer wieder aufgehört, immer wieder angefangen. Hätte einer aus dem JBB eine 30 Minuten Runde auf Spongebob gegen dich gemacht, hättest du gleich wieder Koffer packen können und wärst dafür wärst du stabil. Interessante Frage so. Also hätte mir jemand so einen Diss-Track an den Kopf geknallt, 30, ich glaube, dass ich auf jeden Fall persönlich damals zu Genüge daran zu nagen hätte. Gott sei Dank habe ich aber ein stabiles Umfeld um mich rum. Meine Musikkollegen und so, die mir das dann alles schon, die mich auf in der Realität behalten hätten. So, also dass ich nicht komplett abdrifte. Also ich glaube nicht, dass ich wieder in die Klinik gegangen wäre. Nee, also relativ sicher nicht, nee. Im Endeffekt ist das JBB doch das Beste, was hier zu diesem Zeitpunkt hätte passieren können. Oder Luca, Nikon, ja. Im Nachhinein, ja. Es hat heutzutage einen geschadeten Ruf und es ist auch für mich und für viele andere, die im JBB teilgenommen haben, so ein bisschen schwierig, weil sie auf Ewigkeit diesen JBB-Ruf haben, diesen JBB-Rapper, ne? Ja, das ist ja ein JBB-Rapper. Unge reagiert auf mich. Hey, kennst du den? Das ist so ein JBB-Rapper, so, ne? Ja, ein JBB-Rapper. Aber für einen JBB-Rapper hat der wirklich einen geilen Track rausgehauen. So, das ist ein bisschen natürlich auch ein bisschen Fluch und Segen, aber es ist eigentlich mehr Segen, weil das ist für mich wirklich das Beste, was hätte passieren können. Der Sprung ins kalte Wasser, der Gang in die Höhle des Löwen, Digga. Achso, ganz kurz, die dünner Lauch, Günther Jauch-Zeile hat To Bow in seiner Reaction damals aufs Übelste zerrissen, was mich komplett abgefuckt hat. Und genau wie er sich auch über meine Aussprache bei Depressionen lustig gemacht hat, hat mich mega aufgeregt. Aber ich glaube, ich bin der Letzte, der sich drüber aufregen darf, wenn jemand mal was über einen sagt, weil ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die meine Analysen gucken und sich denken, ey, Cheeky to Humongo, Alter, wie frech redest du eigentlich über mich, deswegen ist halt so, ne? Sheldon Cooper, selten kluger, Zeile finde ich überragend. Ein selten kluger, so wie Sheldon Cooper, ich komm nicht mehr klar, weil mein Weltbild kaputt gefickt ist, wache auf und seh mich in einer Selbsthilfegruppe sitzen, mit etlichen Jugendlichen, die wie ich verstanden haben, man kann nicht relaxed in die Zukunft blicken, wenn man nur am Umfeiern und ständig nur zugekifft ist, ich kämpf jeden Tag gegen mein ätzendes Suchtgedächtnis, 5 Jahre trage. Da finde ich überragend die Zeilen, ich komme nicht mehr klar, weil mein Weltbild kaputt gefickt ist, wache auf und sehe mich in der Selbsthilfegruppe sitzen, mit etlichen Jugendlichen, die wie ich verstanden haben, man kann nicht relaxed in die Zukunft blicken, wenn man nur am Rumfeiern und ständig nur zugekifft ist, ich kämpfe jeden Tag gegen mein ätzendes Suchtgedächtnis, oh, ein Kumpel ruft mich gerade an. Scheiße. Finde ich übertrieben stark. Ich setze die Therapie in mir, doch bin immer noch nicht 100% rehabilitiert. Ganz egal, denn es geht eh weiter, auch ohne Plan und ohne Wegweiser. Manchmal spüre ich Frieden, manchmal geht es wie im Krieg. Das war übrigens die Lieblingsstelle in dem Video irgendwie, wie ich diese Kaffeetasse davon hau. Das wusste der Pinschmidt zu dem Zeitpunkt gar nicht. Zu dem Zeitpunkt hat Spoofy gefilmt und das Geschirr war aus Pinschmidt seinem Laden. Und ich hab's einfach kaputt getrimmert und dann kam er wieder und hat so auf Spaß so oft beleidigt getan. Er sagt, ey, das war Geschirr von meiner Mutter. Du hast es wirklich kaputt gehauen, das hat meine Mutter mir geschenkt. Hat mich so ein bisschen verarscht. So. Plan und ohne Wegweiser. Manchmal spür ich Frieden, manchmal geht es wie im Krieg zu. Schau mir in die Augen, was siehst du? Siehst du den Jiggy, der mit Hip-Hop jetzt Karriere macht? Oder den Jay, der immer noch keinen Sinn in seinem Leben hat? Sprich zu mir, sag's mir, weil ich selbst nicht weiß. Ich lebe immer noch zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Ich muss über Grenzen gehen. Ich kann jeden Tag das Ende sehen. Wenn ich jetzt da zurückdenke an diesen Videodreh, ohne Spaß so, ich muss auch wirklich sagen, objektiv kann ich nicht betrachten, sonst wäre ich ja noch schizophrener, als ich es eh schon bin, aber dieses Video ist für mich High-End, Digga. Dieses Video ist High-End.
alles komplett überkrass. Reiß raus in die Welt, sieht zwar aus wie ein Bär, doch bin auch nur ein Mensch. Ich lauf und ich kämpf trotzdem Scheren in der Optik und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopffix. Ich versuch die Kurve zu kratzen, der Kohle Jiggy, der ist nur eine Attrappe. Und glaub mir mal, hätte ich vor 4 Jahren nicht aufgehört, mich zuzukiffen, hätte ich mich spätestens vor 3 Jahren von Zug geschmissen. Story. Das ist die Wahrheit ohne Filterung. Rap ist mein Talent und diese Gabe ist mein Blindenhund. Klar, an manchen Tagen fühle ich mich gesund, doch dann kann ich kaum atmen, man, und mit verschlägt die Sprache wie im Stimmbruch. Das ist die Wahrheit ohne Filterung. Rap ist mein Talent und diese Gabe ist mein Blindenhund. Ja, an manchen Tagen fühle ich mich gesund, doch dann kann ich kaum atmen, man, und mir verschlägt die Sprache wie im Stimmenbruch. Hat mich selber brutal abgefuckt, hat mich mein damaliger Kumpel oder mein heutiger, auch einer meiner besten Freunde, Maxi, hat mich darauf aufmerksam gemacht, Entschuldigung, dass das nicht Stimmenbruch heißt, sondern Stimmbruch. Und der hat mich so angerufen und sagt: Hör ich da etwa einen Silbenfehler bei dir? Du reimst Blindenhund auf ich gesund auf Stimmbruch. Stimmbruch hat nur 2 Silben und das andere hat alles 3 Silben. Ich sag, wie, das hat nur 2 Silben? Digga, das heißt doch Stimmenbruch. Und er sagt, nee, das heißt Stimmbruch. Ich gegoogelt, scheiße, das heißt wirklich Stimmbruch, Alter. Ich dachte, ich muss mal einen Track umschreiben, Alter. Ich mach doch keinen Silbenfehler, hab ich mir gesagt. Dann dachte ich irgendwann, scheiß drauf einfach. Aber wenn man ganz genau hinhört, sage ich auch Stimmenbruch. Weil ich auch dachte, es heißt Stimmenbruch. Ja, an manchen Tagen fühle ich mich gesund, doch dann kann ich kaum atmen, man, und mit verschlägt die Sprache wie im Stimmbruch. Früher habe ich öfter einem Psychiater die Hand gegeben als einem von meinen Freunden, das nenne ich krank. Das ist auch einer meiner Lieblingszeilen. Früher habe ich öfter einem Psychiater die Hand gegeben als einen von meinen Freunden, das nenne ich krank. Jeder Scheißtag ist Arbeit, ich bin ständig nur am Reflektieren. Du willst es verstehen? Gut, dann setz dich, ich erkläre es dir. Jeder Scheißtag ist Arbeit, ich bin ständig nur am Reflektieren. Du willst es verstehen? Gut, dann setz dich, ich erkläre es dir. Manchmal spür ich Frieden, manchmal geht es wie im Krieg zu. Schau mir in die Augen, was siehst du? Siehst du den Jiggy, der mit Hip-Hop jetzt Karriere macht? Oder den Jay, der immer noch keinen Sinn in seinem Leben hat? Sprich zu mir, sag's mir, weil ich selbst nicht weiß. Ich lebe immer noch zwischen Narzissmus und Selbstmitleid. Ich muss über Grenzen gehen. Ich kann jeden Tag das Ende sehen. Digga, ich erzähl mir, was du willst. Das ist zu krass, dieses Video einfach, Mann. Ohne Spaß, Alter. Das ist lustigerweise, das haben wir genau hier bei mir um die Ecke gedreht. Also ich könnte jetzt ab hier zu dem Haus, naja, ich will nicht sagen hinrotzen, aber ich könnte mit dem Fahrrad sind es vielleicht, ich überlege, wie weit ist es mit dem Fahrrad? Naja, so 7 Minuten oder so würde ich ab hier, würde ich jetzt auf mein Fahrrad steigen, wäre ich dort. Und das war auch so eine spontane Idee von mir. Wir haben uns getroffen und wussten eigentlich gar nicht genau, wo wir hinfahren. Wir wussten nur, wir müssen an irgendeinen dreckigen Ort, der irgendwie so ein dirty Feeling aufbringt, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, Digga, da hinten im Feld, da ist doch dieses eine Haus, ne? Und ja, der Pinchman meinte, glaube ich, irgendwie so, ja, Mann, lass mal gucken und so. Und dann sind wir dahin, das war direkt Baba. Das war aber auch wirklich, das war wirklich gruselig, weil du gehst da in den Keller, du konntest halt überall rumlaufen. Dieses Haus stand leer, im Kühlschrank war sogar noch Essen in der Gefriertruhe, ne? Das war so richtig spooky halt, ohne Spaß, Alter. Und dann haben wir das Video da gedreht, ich glaube an 2-3 Tagen oder so. Und das Video war draußen. 4 Tage später, ich mache einen Spaziergang da vorbei, wollte eine Instagram-Story machen, um den Leuten zu zeigen, guck mal, hier haben wir das Video gedreht und so, ne? Auf einmal alles abgesperrt. Polizei, Betreten verboten und so. Haben die Bullen bestimmt mein Video gesehen, danach das Haus abgesperrt.